Moin Mädels, moin Jungs, hier ist euer Keller. Ja Leute, heute sende ich euch mal wie gewohnt wieder. It's Statement Time, das Wort zum Freitag. Ja Leute, Thema ist heute das Wursthighlight. Kennt ihr mit Sicherheit alle, hattet ihr mit Sicherheit auch schon mal alle so ein richtig geiles Wursthighlight, wo euch ein Leben lang dran erinnert, Leute. Hintergrundthema ist die Disco, die Thekenhure, die Ehebitch, Leute. Ja, wie ihr euch alle vorstellen könnt, war der Kalle ja auch mal in der einen oder anderen Disco. Da war der mal Stammgast, Leute. Da gab es natürlich den Stammtresen, wo der Kalle sich mal so richtig schön einen reingefegt hat jedes Wochenende, Leute. Da stand so eine Kleine hinter. Ja, wie nach und nach lernst du die ja auch richtig kennen nochmal. Und ich sage euch eins, die Alte, die war mal richtig in Ordnung, richtig geil drauf, Kumpeltyp immer, richtig nett zu mir, aber so richtig einschmeicheln, Leute. Und wie das so ist, wenn der Alte doch so richtig nett zu dir ist, immer, da geht doch da oben sofort die Fickdiode irgendwann mal an, oder nicht, immer. Leute, und sind wir mal ehrlich, ne? Was tut man nicht alles für so ein bisschen böse? Seid mir bitte nicht böse, aber ist doch so, Leute, oder nicht? Hör mal, da gibst du da richtig Schamgas, hör mal. Nach ein paar Wochen sprang die drauf an, hör mal. Da spricht die mich Mitternacht, hör mal, spricht die mich an, hör mal. Wo hast du sowas, dass eine Alte dir das sagt, hör mal? Da sagt die zu mir, hör mal, Carla, mit dir würde ich auch mal gerne, hör mal. Ach, ja, Leute, hör mal, da hast du sofort unten eine Keule in der Hose. Ist doch keine Frage, oder was? Aber Leute, eins muss ich euch sagen, hör mal, das war jetzt nicht unbedingt eine Optik-Bursching. Aber ist doch scheißegal, hör mal. Aber ein richtig verdammt geilen Arsch hat sie gehabt. Die war damals schon 10 Jahre älter wie ich, hör mal. Aber sind wir mal ehrlich, ich bin doch auch kein Katalogtyp, oder nicht? Aber da lässt du mal ein bisschen Schamgas spielen, hör mal. Dann machst du mal ein bisschen Reklame, hör mal. Da geht das doch da drauf, Leute. Ach, ja, Leute, hör mal, da sag ich zu ihr, ist doch kein Problem, Baby. Hör mal, wenn du Feierabend hast, da fahren wir nach mir nach Hause, hör mal. Und wie das, wie der männliche Verstand gerochen, die zu Hause so richtig gestochen, Leute, hör mal. Das war ein Highlight, das war so eine richtige Blas- und Fickgranate, hör mal. Die hat mich so richtig abgeblasen und abgerieben, weggefickt, hör mal. Das war vom Allerfeinsten, Leute, hör mal. Morgens wach geworden, hatte die schon den Prügel wieder im Maul, hör mal. Ach, geht doch nicht, Leute, hör mal. Das Beste kommt noch immer. Highlight war ja noch immer, dann nehme ich ein paar Wochen später meinen besten Kumpel, der war Nachbar von mir, der wohnte genau gegenüber bei mir in der Wietz-Wohnung. Aber dann nehme ich den auch noch mit in die Disco, immer. Setze mich mit dem zusammen bei ihr im Tresen, Leute, immer. Ach, geht gar nicht. Wenn ich euch das erzähle, was da abging, das glaubt ihr mir nicht. Ja, Jungs, da saß ich so richtig schön gemütlich mit meinem besten Kumpel Bibi am Tresen. Da denkt ihr, das war's gewesen? Ja, scheiße ist, Leute, übliche Prozedur. Da gab's so einen richtigen schönen Promilleblitz im Rachen. Lass krachen, Leute. Ach, da gab's richtig dirty, dreckiges Flirtgas am Tresen. Das war's nicht gewesen. Leute, langer Rede, kurzer Sinn. Da kommt die Kurze zu mir an, flüstert die mir ins Ohr. Aber Kalla, ich hab noch nie einen flotten Dreier, noch nie mit zwei Männern. Ich sag, hör mal, Elli, hör mal, sag mal ehrlich oder was, hör mal, da kennt ihr den Kalle ja selber für. Hör mal, da lässt er sie in die Lumpen, da tut er zu zweit einfach pumpen. Ich mach das mal eben klar, Elli, nicht den Bibi zur Seite, hör mal, zur Tanzfläche. Ach, ja, hör mal, ich sag, Bibi, hör mal, die will richtig eine Schwanzparade im Duett, die ist nett. Da sagt der Bibi ganz locker zu mir, er ist auch cool drauf, Lohn. Nicht zicken, Kalle ficken. Ach, ich sag, komm mal, ich mach das, das geht aber bei dir in der Bude klar, ich mach eben die Alte wahr. Hör mal, ab zum Tresen. Ich sage immer, Elli, geht klar, das machen wir nachher wahr. Ach, Leute, und so viel zum Thema Ehehure. Um 4 Uhr macht die Feierabend, versteht ihr? Der Kerl liegt zu Hause auf dem Sofa und pennt, hör mal. Und was macht die? Hör mal, die rennt erstmal zum Schwanzballett im Duett. Hör mal, das ist doch super nett, oder? Ab nach Hause, hör mal, beim Bibi in der Bude ging das ganz locker rund, Leute. Eben schönes Koffeinsüppchen auf ruhig leichte Musik. Hör mal, hab ich der Kalle, hör mal, der Kalle erstmal unterm Rock und erstmal eine Runde an der Muschi gezockt. Ach, da war die mir schon da, einer am Blasen, hör mal. Ach, ich war schon am Rasen. Eine rote Bier nicht vor dem Kumpel Bibi. Habe ich mich geschämt, hör mal. Ich war wie gelähmt. Ach, Leute, geht nicht. Aber dann, hör mal, da sag ich, hör mal, du hast uns versprochen, flotten Dreier. Das ist der richtige Schreier. Hör mal, da müssen wir den Kleinen jetzt mal eben ein bisschen einbinden. Hör mal, das hat keine 10 Minuten gedauert. Hör mal, standen wir beide vor dem Sofa und dann hier. Was ist denn? Da hat die richtig Schwanzkreuzfeuer gehabt, hör mal. In der rechten Hand Schwanz, in der linken Hand im Schwanz, hör mal. Nicht nixen, wichsen. Hat die Pumpgun durchgeladen, Leute. Und da ging's natürlich richtig los, hör mal. Vorne im Rachen, hör mal, hat sie richtig, richtig Schwanzballett. Und hinten den Kaller Fleischwurst. Da gab's von hinten den Kallerknall. Das war der Fall, Leute. Und man muss auch mal ehrlich sein, hör mal. Ach, da hat man doch damals bei solchen Weibern, da hat man auch noch ohne Gummi richtig reingehustet. Darf nicht wahr sein, Leute. Und ich sag
euch. Bei so einer Weiber macht das nicht ohne Gummi, zieht den Pariser da drüber. Ach, aber ich war fertig, aber da habe ich da einen reingemeimelt, aber mein Kleister da reingedroschen. Ach, Leute, habe ich mich da hingesetzt, einer geraucht, der Bibi war noch nicht fertig, aber da war er noch dazu gange. Und mal auf einmal, ich dachte, ich guck nicht richtig, Leute. Aber da liegt der die Alte auf dem Teppich drauf, immer. Ach, und ich sehe das so richtig schön am Lecken, am Schmecken, darf nicht wahr sein. Aber ich bin ja nicht homosexuell, aber da bin ich ja, das ist mir auch schon ein bisschen peinlich. Aber da habe ich den danach erstmal gefragt, hör mal, du Vogel, wie hat mein Saft geschmeckt? Du hast sie so richtig geleckt? Geht doch nicht, Leute, oder was? Hör mal, der ist so bekloppt, hör mal. Hat's doch auch nicht alle auf dem Zaun gehabt, oder, Leute? Hör mal, deswegen sage ich euch, Dreiergas!